Why are you not a Christian? Because I see no evidence whatever for any of the Christian dogmas. I've examined all the stock arguments in favor of the existence of God. None of them seem to me to be logically valid. Also es gibt doch kaum etwas, was einen mehr vom Glauben abbringen kann als ein Theologiestudium in Deutschland. Gleichzeitig finde ich, dass die Islamkritik eigentlich ein guter Dienst an Muslime ist. Wenn ISIS-Leute meinen, sie müssten ein Kalifat errichten, was Schlimmeres gibt es völkerrechtlich gar nicht. Weil dann also Religionsfreiheit, Menschenrechte und Humanismus auf der Strecke bleiben. Also Glaubensfreiheit wird ja immer nur oftmals in den Kontext gebracht. Man kann an das glauben, aber man kann eben auch überhaupt nicht glauben. Und da sehe ich die Akzeptanz gerade in den muslimischen Gemeinden eigentlich auch als nicht gegeben an. Jeder, der die Welt in Gläubige und Ungläubige aufteilt, ist ein Islamist. Aber sagen kann, ich glaube, niemand ist in der Hölle. Dann heißt das ja im Umkehrschluss, alle Menschen kommen in den Himmel. Dann ist es völlig egal, wie ich mich auf der Erde verhalte. Dann heißt es ja, mit Gott ist alles erlaubt. Der Mensch ist wichtiger als die Ideologie oder als das Buch. Wir leben heute in der säkularsten Gesellschaft, die es je gegeben hat. Und ich denke, dieses Land, das religionsloseste Deutschland, das es jemals gab, ist gleichzeitig die freiste und offenste Gesellschaft, die es hier gab. Als religionsfreier Mensch oder als Atheist ist für mich das eine Selbstverständlichkeit, dass man eine Weltanschauung durchaus wechseln kann. Und es ist ein Irrsinn überhaupt aus meiner Sicht, dass es sowas gibt wie Strafen und dass man über solche Dinge diskutiert. Ich bin nämlich beispielsweise überzeugt, dass der evolutionäre Humanismus den Sinn und Geschmack fürs Unendliche, das, was Friedrich Schleiermacher mal unter Religion verstand, dass der evolutionäre Humanismus diesen Sinn und Geschmack fürs Unendliche sehr viel besser befriedigen und fördern kann, als es die klassischen Religionen können. Anti-Naturwissenschaft seit, ich sag mal, seit der Aufklärung, seit 200, 300 Jahren eine Vergeistigung, ein Gottesbild eigentlich ausschließt in ihren Untersuchungen. Und zwar heißt es hier von Herrn Voss, warum hat Gott am zweiten Weihnachtstag 2004 in Indonesien eine 250.000 Muslime getötet? Ist er dann eher der christliche oder der islamische Gott? Es ist die Aufgabe des Staates in der Schule, kritisches Denken möglich zu machen. Jesu Erlösungstat ohne Hölle und Teufel ist so spannend wie ein Elfmeterschießen ohne gegnerische Mannschaft. Natürlich gibt es Wissenschaftler, die glauben, aber der Glaube an sich und Gott hat in einer Physik nichts verloren, den gibt es in keiner Formel. Aus evolutionär humanistischer Sicht ist kein einziges Leben sinnlos, das auch nur ansatzweise dazu beiträgt, die Freude auf dem Erdball zu nehmen und das Leid zu nehmen. Ich denke, also bin ich ein Christ.